Ja, herzlich willkommen bei Soap by Dennis. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch meine Orangenseife mit Frosting drauf. Ein Erstversuch. So, und es geht los. Erstmal bereite ich meine Seite vor. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das auflöse in meiner Laugenflüssigkeit. Also erstmal geht es in destilliertes Wasser. Dann geht das Ätznatron dazu. Und dann rührt man und rührt man. Und da es so unglaublich heiß wird, löst sich der Seide. Und ja, dadurch hat man dann nicht irgendwie Haare in der Seife, sondern nur, also dass die Protein der Seife, der Seide, bleiben dann in der Seife drin. Und das soll ja, ein schönes Gefühl geben. Ich kann es noch nicht so gut beurteilen. Ich habe jetzt ein paar Seifen mit Seide gemacht, aber die sind alle noch nicht reif. Und ich möchte noch warten, bis wirklich so 6 oder 8 Wochen um sind, bevor ich das wirklich beurteilen kann. Aber ich wollte es gerne versuchen. So, jetzt geht's los mit meinem Kaolin. Das habe ich wieder mit Wasser also gemischt und dann gieße ich das in meine Öle rein. Rühre das erstmal durch und dann gehe ich mit meinem Pürierstab da rein, um das gut zu vermischen, bevor ich dann meine Laugenflüssigkeit, also meine Lauge, dazugebe. Und man sieht sofort, dass es schon ein bisschen heller wird. Und ja, ich gebe immer gerne Kaolin zu meinen Seifen. Ich habe jetzt die letzte 2, glaube ich, gemacht ohne, aber ja, das sind auch so alle Sachen, die muss ich noch vergleichen dann irgendwann, ob ich da wirklich viel Unterschied merke, ob das der Duft besser hält. Ja, das sind alles so Gründe, warum ich das verwende auch. So, mein Natriumlaktat gieße ich zu meiner abgekühlten Lauge und vermische das einmal. Das Natriumlaktat sorgt dafür, dass die Seife schneller fest wird und sich schneller ausformen lässt und ich habe sehr gute Erfahrungen damit und deshalb benutze ich das in all meine Seifen eigentlich. Außer ich benutze nur feste Fetten, dann brauche ich das eigentlich nicht. Dann geht das auch ohne sehr gut. So, jetzt gieße ich das wieder durch mein Sieb. Das dauert immer ein bisschen, bevor das durchgelaufen ist. Da, wenn da Seide drin ist, geht das ein bisschen weniger schnell durch den Sieb. Und dann rühre ich das noch einmal. Ich helfe auch immer ein bisschen nach mit meinem Löffel, aber das, was dann am Ende da im Sieb bleibt, das entsorge ich dann. Falls sich mal ein Haar oder ein bisschen Seide nicht gelöst hat, dann möchte ich das halt nicht in meine Seife haben. Dafür braucht man immer ein bisschen Geduld. Ich habe das jetzt schon sehr verschnellt abgespielt eigentlich. Das ist jetzt nicht in Echtzeit, aber wir Seifensieder haben natürlich allen super viel Geduld und das ist gar kein Problem. Ne? Auch beim Anschneiden und so warten wir alle brav 24 bis 48 Stunden. Also ich weiß, dass es welche von euch gibt, die das wirklich machen. Ich schaffe das noch nicht so gut, aber das muss ich noch lernen. So, jetzt wird püriert. Und ich püriere wieder, bis ich zufrieden bin und alles emulgiert ist, damit ich mein Seifenleim aufteilen kann. In diesmal 4 Farben. Ja, das sieht alles gut aus. Jetzt hole ich gleich meine Behälter dazu und mache das so ein bisschen nach Gefühl wieder. Ich glaube, das meiste lasse ich im großen Behälter und das wird dann schön orange gefärbt, da das Hauptteil der Seife ja orange sein soll, da es ja eine Orangenseife ist. Die Farbe sieht richtig schön intensiv aus. Jetzt gieße ich schon mal das Parfümöl dazu. Das ist der Orangenmix von Eulenhof. Und ich glaube, dass es schon der 4. oder 5. Seife ist, die ich damit mache, weil es einfach mein absoluter Lieblingsduft ist, noch immer. Ich weiß, ich höre nicht auf, davon zu schwärmen, aber ich liebe diesen Duft. Tut mir leid. So, jetzt das Gelb. Ich schreibe wieder alle Zutaten unter meinem Video, wie die Mikas heißen. Ich weiß, dass es Gelb Bunny Buttercup heißt. Ich glaube, das Orange war Sunset Dazzler. Muss ich mal unten nachlesen, ob das auch stimmt. Das Grün ist Pearl Green Mica von Manske. Und Weiß ist wie immer Titandioxid, was ich vorgemischt habe in eine Flasche mit destilliertes Wasser. So, und sobald ich das dann püriere, sieht man, wie weiß das eigentlich ist. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen, immer, dass man nicht sofort zu viel reingießt. Und genau, ich arbeite wieder von hell
nach dunkel, damit ich auch meinen Stabmixer nicht irgendwie zwischendurch noch extra sauber machen muss. Und ich versuche bis so ein Light Trace zu pürieren, damit ich gleich auch erstmal einen Drop Swirl machen kann, bevor ich da meinen Hanger Swirl mache. Weiß immer noch nicht, ob es dann Light Trace oder Medium Trace ist. Ich glaube, es ist immer so irgendwo in der Mitte. Weil sobald man wieder anfängt zu rühren, sieht es wieder ein bisschen flüssiger aus. Aber so ist es. Das Grün wird noch einmal püriert. Das war das Einzige, das noch ein bisschen sehr flüssig. Und jetzt sieht das besser aus. So, dann geht's auch los. Erstmal ein bisschen sauber machen und jetzt kommt der Form. Orange nehme ich als erste Farbe. Ich nehme nicht alles, denn ich brauche auch noch was für am Ende, wenn ich das Frosting machen möchte. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das heißen soll auf Deutsch, Frosting, was man auf Torten und so macht, ne? Diese Rosen oder Blumen. So, ich gieße einfach meine Farben von einer bestimmten Höhe rein, damit die schön tief im Seifenleim reinkommen. Nochmal grün. Ich wechsle das so ein bisschen ab und eigentlich ohne System wirklich nach Gefühl. Und damit es ein bisschen ja, interessant wird, sagen wir mal so. Das hofft man dann, ne? So, schön alle Restchen raus, damit ich weniger zu putzen habe und weniger Verschwendung natürlich. So, das Weiß ist nämlich auch alles raus. Und vom Gelb und Orange brauche ich halt noch ein bisschen was übrig lassen für das Ende, wie ich gerade erzählt habe. Das wird nämlich eine Mischung aus diesen zwei Farben. So. Da versuche ich, glaube ich, einzuschätzen, ob das genug ist oder ob ich noch was dazugeben kann. Ein bisschen Orange geht noch drauf. Ein bisschen gekleckert, so. Schön alle Luftblasen rausschlagen. Nochmal ein bisschen Ordnung. Sauber machen. Jetzt kontrolliere ich, ob es schon ein bisschen angedickt ist. Was aber noch viel zu früh ist eigentlich, denn das dauert ja ein bisschen, bevor man das dann in eine Spritzbeutel reintun kann. So, noch einmal so glatt wie möglich machen. Genau, ach so, ja, der Hangerswirl kommt hier natürlich noch, fast vergessen. Der geht rein und das ist das allererste Mal, dass ich das mache. Und ich weiß gar nicht, ich habe da auch ein bisschen Angst fast. Ich weiß nicht, in welche Muster ich das machen soll. Ich mache so ein bisschen acht Bewegungen von unten nach oben. Und also in so einer Achtform. Und dann, ja, ist es ein bisschen chaotisch geworden am Ende, was ihr sehen werdet beim Schneiden. Aber eigentlich finde ich das ganz cool geworden. Und man kann halt total andere Ergebnisse bekommen, indem man ja ein anderes Muster macht mit einem Hanger-Tool. Und ich wusste halt nicht, wie das dann aussehen würde, wenn ich in so eine Achtform gehe. Aber ich werde, glaube ich, jedes Mal, wenn ich mein Hanger-Tool nochmal benutze, es einfach jedes Mal ein bisschen anders machen. So, jetzt habe ich da eine Plastiktüte aufgeschnitten und da kommen jetzt meine zwei Farben drauf, die dann zusammen im Spritzbeutel gehen, damit ich so einen schönen Farbeffekt bekomme aus zwei verschiedenen, also aus Gelb und aus Orange. Das rolle ich dann ein und versuche all den Luft rauszubekommen. An einer Seite mache ich jetzt auch einen Knoten rein und an der anderen Seite bleibt offen. Und das schnipse ich dann ab, das Ende. Und dann geht es im Spritzbeutel rein. Dadurch wird der Spritzbeutel auch nicht so verschmutzt. Und ja, jetzt versuche ich es. Ich habe hier überhaupt nicht lange gewartet und mache dann eine kleine Rosette. Und merke dann aber, dass es noch viel zu flüssig ist. Weil man sieht ja die Rillen gar nicht so deutlich. Und dann entscheide ich halt noch, ich glaube, 20 oder 30 Minuten zu warten. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe hier gewartet und jetzt versuche ich es nochmal. Und hier sieht es schon um einiges besser aus. Ich hätte wieder noch länger warten sollen eigentlich, dann wäre es noch besser gegangen. Aber es hier gerade, ja, es ging so. Also es war möglich. Ja, von oben gefilmt ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd, da man nicht so gut sehen kann, was ich tue.
Und da habe ich auch noch keine gute Lösung gefunden, wo ich dann, weil mein Tripod, also das Stativ für meine Kamera, ist halt so aufgebaut und ich kann da nicht so viel dran verändern. Vor allem, weil ich oft auch zwischendurch keine Zeit habe, das dann nochmal zu ändern, weil Seifenleim wird ja fester und fester. Aber ich glaube, dass man wenigstens versteht, was ich da ungefähr mache und ja, dann wird das so ungefähr das Ergebnis. Gelb und orange. Jetzt sieht das Gelbe aber sehr orange aus, das wird aber noch gelb am Ende. Ja, dann kommt noch ein bisschen Isopropanol-Alkohol drauf. Dann hat sie gegelt im Ofen, wie ich das immer mache. Und jetzt wird geschnitten. Man sieht ja jetzt schon, ich zeige es euch auch nochmal, eine große Luftblase an der Seite. Und ich hätte meinen Seifenblock andersrum hinlegen sollen beim Schneiden, damit ich das Stück hätte rausschneiden können. Und weil jetzt werdet ihr gleich auch sehen, dass in einem Stück jetzt diese blöde Blase drin ist. Und ja, das hätte ich eigentlich vorbeugen können. Aber gut, das ist ja nur optisch eine Sache und gar nicht so wichtig. Aber ich finde, es ist richtig cool geworden. Man sieht nicht wirklich ein gewolltes Muster drin. Das hätte ein bisschen anders sein können vielleicht. Da ist auch nochmal eine ganz kleine Blase drin, leider. Es liegt auch ein bisschen an meinem Stabmixer, glaube ich. Der ist nicht so optimal für Seifenleim. Ja, und da ist der Luftblase. Und jetzt entscheide ich mich auch, das komplette Block erstmal umzudrehen. Und damit jetzt die Blase an der anderen Seite kommt. Erst checke ich mal, ob das die Länge reicht für die Menge an Stücke, den ich noch schneiden wollte. Und versuche das ein bisschen zu kalkulieren. Und jetzt drehe ich halt das ganze Block nochmal um. Genau. Und da sieht man ganz links, wo die Luftblase war. Also sowas muss man ja natürlich nicht machen. Das ist halt da, ist nicht so schlimm, aber optisch, wie gesagt, ist das dann ein bisschen schade. Und weiter geht's. Also die Farben finde ich schon sehr cool und intensiv geworden. Man sieht es nicht so gut durch der Kamera, da auch so helles Licht drauf scheint. Aber das Frosting, also das Topping, finde ich eigentlich auch ganz cool geworden. Ich hatte damals nur noch nur die kleine schmale Spritztüllen und das fand ich schade, weil ich finde, bei Seife wirkt das einfach ein bisschen besser, wenn die ein bisschen größer sind. Und deshalb habe ich inzwischen auch größere und habe damit auch schon zwei Versuche gemacht. Und das werde ich euch auch noch zeigen in andere Videos. So, ja gut, jetzt ist es trotzdem natürlich noch ein Stück übrig mit so ein Loch drin an der Seite, aber egal. Jetzt zeige ich die noch einmal alle. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt gerne abonnieren und einmal auf Daumen hoch drücken, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!